mal gezeigt haben. Und ja, wir fangen heute mit einem etwas anderen Modus an. Das hat eigentlich folgende Gründe, der Super Mario ist nicht da. Wir müssen halt immer ein bisschen koordinieren, wie machen wir das, wie nehmen wir auf, passt das an den Zeiten her und alles drum und dran. Und ja. Dieses Wochenende wird es leider nicht schaffen, weil ich sehr lange arbeiten muss. Ich arbeite jeden Tag mittlerweile von 5.30 Uhr bis 15, 16, 17, 18 Uhr oder länger teilweise noch, also so 13, 14 Stunden. Und da hast du auch nicht mehr Bock, irgendwie groß aufzunehmen. Und deswegen habe ich mir was anderes vorgestellt. Wir schauen uns einfach jetzt mal alle zwei Wochen diesen neuen Breaking Point Modus an. Ja, und wiederum alle zwei Wochen fahren wir dann. Also, dieses Wochenende ist der Breaking Point Modus dran. Nächste Woche geht es dann nach Baku, dann wieder Breaking Point, dann wieder, ich glaube, da kommt Kanada. Gut, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also, so in die Richtung soll es jetzt erstmal gehen. Dann habe ich mich eine Woche Zeit für mich selber mein Zeug aufzunehmen und dann hat er, kann ja sich auf die Arbeit konzentrieren, er hat ja natürlich auch Spätschicht und kann auch nicht unbedingt jedes Wochenende mehr und. Also seht ihr wieder nach, dass es momentan einfach so ist, das ist halt das Problem, wenn man dazwischen der Karriere fährt, dass man sich auch unter ein bisschen koordinieren kann. Wenn der eine keine Zeit hat, muss man mal gucken, dass man das anders macht. Und das machen wir heute. Wir starten heute mit dem Modus Breaking Point und ja, wir schlüpfen die Rolle des Adventure in Jackson, der sich in diesem echt falschen Story erlebt, zur Stelle mit seinem Typolik Caspar Ackermann, seinem Rival Devin Butler, den wir ja aus F1 2019 kennen. Mittlerweile, da gab es ja auch diesen Story Mode. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe noch absolut gar nichts gesehen von diesem Modus. Ich habe keine Videos gesehen, ich habe keine Let's Plays gesehen, ich habe gar nichts gesehen. Sondern ich wollte mir ihn selber mal angucken, wie einfach dieses ganze Ding hier ist. Ich freue mich drauf, dass ihr mit dabei seid und legen wir los. So, wir werden das ganze Ding auf fahr das ganze Ding mal auf normal. So, wir haben mehrere Teams zur Auswahl. Wir fangen an mit dem Alpha Tauri anfangen. Wir können mit Aston Martin anfangen. Ich glaube, mehrere gibt es gar nicht. Wir können Alfa Romeo picken, wie auch immer. Wir können mit dem Haas Team, da wäre allerdings Mick raus, bei S. Martin wäre reizvoll, natürlich wäre dann aber Sebastian Vettel nicht mehr dabei. Oder Williams. Und ich habe mir das schon ein bisschen überlegt, mit welchem Team wir anfangen. Und mit meinem Team, was wir schon lange nicht mehr hatten in F1, ich glaube, das letzte Mal 2017, glaube ich, war es. Und wir packen uns mit in den Alfa Romeo, weil Alfa Tauri fahren wir in der 12-Spieler-Karriere. S. Martin werde ich dann online fahren in knapp nächste oder übernächste Woche, je nachdem. Haas, wie gesagt, möchte ich allein schon wegen mich nicht machen. Und deswegen nehmen wir Alfa Romeo. So, gucken wir mal rein in die Fahrhilfen. Da. Okay. Hier ist es nicht. Guck mal, ich hau's hier. Egal. Ah, hier geht's weiter, oder was? Ah, ne, das ist das. Also, ich dachte, wir können jetzt mehr nehmen. Gut, dann fangen wir mit Breaking Point an. So, letztes Rennen der F1-Saison 2019. Wir starten mit dem Prolog heute und, ich setze mich mal auf meinen Rennsitz, damit ich gleich eine Runde drehen kann. Ich denke mal, das wird heute passieren. Reinschlüpfen mit das Auto. Und dann heißt es, sie sind neues Rennen gezogen. You know what to do.
wollen die Nerven aufschmeißen, ich hab sie gewinnen. Und das war's. Okay, das heißt, ich muss meine Fraktion ein bisschen umstellen. Ich denke mal, dass ich die auch voll stelle wieder. Weil ich glaube, bei den F2-Fahrzeugen ist es immer ein bisschen anders. Rückwende. Latifi, der heutige Williams-Pilot, den wir jetzt... Jetzt jagt mal von uns. So, Latifi vorbei. Und der nächste ist Giotto. Wir haben noch nicht die Zeit. Wir haben noch... Wenn er das überhaupt schon ist. Es ist auf jeden Fall ein... Ja, es ist was Gelbes. Das heißt, wir könnten ihn packen. Dann haben wir Nikita Mazepin, der nächste von uns. Den wir ja auch schon kennen. Die sind 2 Jahre zurück, jetzt ist das immer 2019 quasi. Mazepin ist ein Kandidat, dem traue ich alles zu. Letzte Runde. Thank you.
jetzt gucken. Vielleicht haben wir es gleich bald geschafft. Fahr hinter mir. Also, wir gewinnen wahrscheinlich diesen Grand Prix hier aus Abu Dhabi. Ohne den Titel in der F2. Aber Alfa Romeo haben sie schon zugeschaut. So, Kapitel 1. Das war der Prolog. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da geht es weiter mit Kapitel 1.